Hey und willkommen zurück zu Unicos Aqua Corner. Heute wollte ich mit euch dann nochmal das ganze Setup hier mit der Kamera und dem Gimbal-Gedönse mal ein bisschen durchgehen. Dementsprechend ja, mache ich auch mal ganz kurz eine Kontraaufnahme, damit ihr das Ganze sehen könnt. Ein paar Leute kennen es ja auch schon. Das Ganze ist halt das DJI RC mit einem kleinen Godox-Bildschirm und dann dementsprechend dem RavenEye und ein bisschen halt an Small Rig-Zusatz. Und das Ganze verfolgt mich dann dementsprechend super gut, wie ihr ja seht. So. Dann. Und um das Ganze auch dementsprechend richtig zu machen, und ich fand es beim letzten Mal auch schon eigentlich ganz schön, dass wir dann zusammen mal ein bisschen kochen, würde ich mal sagen, fangen wir dann heute mal an dann mit dem Kochen und machen dann auch noch mal ein paar wirklich schöne Takoyaki-Bällchen zusammen. Ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Also ich freue mich da riesig drauf und habt da auch schon mächtig Bock drauf. Dann würde ich mal sagen, fangen wir damit an. Also an Zutaten haben wir dementsprechend hier einmal Bonito Dashi, Kombu und Aonori. Dann natürlich Mehl, Wasser. Und Tenkasu, das sind hier von den einfachen von dem frittierten Zeug. Ich werde es unten mal einblenden, die ganzen übrig gebliebenen Tropfen. Das ist ganz praktisch, zwei Eier. Natürlich braucht ihr dann auch noch dementsprechend Oktopus-Tentakel und dann etwas, was ich super, super toll finde. Moment, das muss ich euch mal kurz zeigen. Und zwar, aha. So, kommt ihr mal wieder hier hin. Oder auf mich. Super. Ich habe mir nämlich jetzt so einen richtigen Takoyaki-Grill geholt. Oder besser gesagt, meine Mutter hat ihn geholt. Und ja, damit werden wir dann heute dann auch Takoyakis machen. Zur Sicherheit lege ich natürlich noch ein Papier unten drunter, dass ich halt hier nicht keine Riesensauerei mache. Und ja, ich würde dann mal sagen, wechseln wir dann auch mal langsam die Perspektive. Ich schließe alles an. Macht den Teig fertig dann mit euch und ja, dann gibt es gleich lecker Takoyakis. Dann auf geht's. So, jetzt sind wir hier schon mal in der anderen Perspektive. Ich gucke, dass ich jetzt hier mal gleich ein bisschen Platz mache. Hier unten drunter. So, als erstes noch mal kurz den Oktopus-Tentakel richtig runterschneiden, dass man doch wirklich kleine Stückchen halt hat am Ende. Das ist ganz wichtig. Das wollte ich zumindest auch noch on-camera tun. Ich mag irgendwie das Arbeiten mit Oktopus und generell mit Meerestieren.
so ein bisschen von dem Bonito-Dashi noch übrig lassen. Das ist ganz wichtig. Das brauchen wir später für den fürs Garnishing. Also, da ich jetzt keine Bonito-Flocken da habe, nehme ich halt einfach die Dashi-Dinger. So, das ist dann schon mal fertig. Als nächstes fangen wir dann mal mit dem Teig an. So, und das hier ist alles für später. Für den Teig ganz wichtig. Ich würde das so machen, nicht andersrum, ansonsten verklumpt das extrem schnell. Und jetzt einfach gucken, dass ihr es langsam reinmengt. Super. Und dann noch die zwei Eier rein. Das sind extra Eier von unseren Hühnern. Daher meine Mom will auch gerne die Eierschalen immer noch aufbewahren. Und dann nochmal richtig schön rühren. Das Eigelb ist hier ein bisschen härter. Super. Das Ganze wärmt hier auch schön schon mal auf. Rühren geht auch ganz gut mit Chopsticks im Endeffekt, aber ich nehme jetzt einfach den Löffel, damit ich jetzt nicht zu viel dreckig halt mache. Und ja, das sieht doch auch schon mal gut aus. Wenn noch ein paar Stückchen drin sind und so, macht das jetzt nicht den riesigen Heck aus und so. Aber ich würde gucken, dass halt das meiste so ein bisschen, ne, schön ist und ja jetzt nicht einen super klumpigen Teig halt am Ende habt. Naja. So, dann haben wir das auch schon mal geregelt. Dann auch schon hier alles. Und dann würde ich halt mal sagen, als allernächstes mache ich dann schon mal das Garnish. Dafür nehmen wir halt das Tenkatsu. Den Rest an Bonito Dashi. Aonori-Algen. Ich finde, die schmecken auch super lecker. Die könnt ihr auch mit an die Frühlingszwiebeln geben. Dann einmal, das müsste ja, das ist Wakame. Schöne Alge und noch Kombu-Algen. Auch schon vorgeröstet und ein bisschen crunchy. So, das streuen wir am Ende mit drauf. Das kommt mit rein.
Also beides streuen wir mit rein, aber ja, mit dem einen machen wir noch ein bisschen mit rein. So, und wie gesagt, das streuen wir später nochmal alles einzeln mit drauf. So, dann haben wir unser Garnisch auch schon fertig. Hier ist das Ganze dann auch schon ziemlich gut. Dann kann der Teig auch schon mal dazu. Wir haben davon immer noch mal ein bisschen mehr. Einmal den Casso pur und einmal einen kleinen, genau. So, und hierfür auch noch mal ein bisschen. Super, dann ist das auch schon mal. Für das Einfetten habe ich mir so ein paar coole Tricks mal abgeguckt. Was ich super cool fand, war halt, dass die einfach nur den Block Fett halt nehmen und den halt hier so ein bisschen drüber ziehen. Den Rest macht dann halt die Hitze. So. Plop, 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 plop. Alles ist ein bisschen eingefettet.
Dann nochmal gut hier einmal durchmischen. So. Das Ganze darf jetzt so ungefähr eine Minute kurz dann stehen. Dem können wir jetzt auch dann mal schon mal das klingt doch schon mal super. So, wenn wir dann die Tintenfische drin haben, einmal ein bisschen überall das Ganze hier an dem, was wir jetzt angemischt haben mit Furikare, ein bisschen Frühlingszwiebel und halt unser, ja, Garnisch. Das kommt jetzt so ein bisschen hier drüber. Nicht unbedingt damit geizen oder so, das geht ganz gut. Voila. So. Super. Und dann nochmal einmal ein bisschen was an Teig nochmal drauf. Jetzt dann auch gucken, dass ihr so ein bisschen halt in die Form halt mit reinkommt. Und das Ganze dann nochmal in ungefähr eine Minute gut ziehen lassen. So. Dann können wir schon mal die Stäbchen rausnehmen. Auch ganz wichtig. Jetzt können wir langsam alles hier in die Löcher reinstopfen und die dann langsam aufcutten. Und keine Angst, ihr macht da auch nichts groß kaputt oder irgendwas schlimm oder falsch oder irgendwas. So, und ich fange dann meistens immer hier einmal von vorne von mir aus an und drehe mir die dann immer so ein bisschen rein,
keine Angst, die lustige Kugelform, die kommt dann auch nach und nach, je mehr ihr dann davon gemacht habt. Natürlich, die Form ist noch neu. Ich weiß noch nicht, wo alle Punkte halt sind. Aber es kommt dann gleich schon. Da ist auch noch einer. Und die erstmal an den Seiten richtig frei. Hier scheinen die auch schon besser dann drin zu sehen. Ja, supi. Wie ich ja sagte, diese schöne runde Form, die kommt jetzt gleich so langsam immer wieder raus. Müsst ihr halt vorhin mal schön ankatten. Natürlich bin ich jetzt kein Takoyaki-Meister und macht ja auch nichts. Voilà, sie sollen ja nur am Ende gut schmecken. Und weil ich halt auch nicht so schnell bin, habe ich die jetzt auch nicht so heiß. Deswegen auf Low reicht mir das ja vollkommen. Voilà. So. Schön ist, wenn ihr meistens dann schon eine Seite durch habt, dann könnt ihr direkt weitermachen und die jetzt nach und nach dann schön reinformen. Du brauchst noch ein bisschen. Wie gesagt, leider fehlt mir noch ein bisschen die Fingerfertigkeit an einigen Stellen dafür, aber sie werden wahrscheinlich richtig lecker dafür sein. Das ist zumindest etwas.
This looks really good. Ja. So, jetzt lassen wir das Ganze auch noch mal ganz kurz ein paar Minuten dementsprechend schön dunkel werden. Es geht ja schön schnell.
So. Dann können wir den Herd schon mal ausmachen. Und ich packe jetzt schon mal die ersten heute noch 9er. Da kommt dann dementsprechend jetzt noch einmal eine asiatische Mayonnaise hin und eine Takoyaki-Soße. Und dann noch das, was ich vorher vorbereitet habe. Und dann ist das Ganze auch fertig. Hoppala. So. Einmal gematscht, aber egal. So, und fertig sind die Takoyaki. So, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Habt alle noch einen schönen Abend und ja, auf Wiederhören. Tschüss.